Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wildshade. So, ich möchte jetzt heute mal mit euch eine kleine Challenge starten. Und zwar möchte ich heute mal gucken, welches mein von den Basiswerten momentan mittlerweile schlechtestes Pferd ist. Das schlechteste Pferd, was ich jetzt noch habe. Und damit möchte ich die drei Turnierstrecken reiten und gucken, wie ich mich hier platzieren kann. Zwei sind schon geritten, Christian Victory Star ist jetzt aber auch noch nicht so super viel geritten. Gucken wir einfach mal. Als erstes gehen wir in den Stall und gucken, welches ist momentan mein schlechtestes Pferd. Brandy Sleipnir hat 519 Punkte und dürfte damit genau mein schlechtestes sein. Mein eigentlich sehr schicker Rappe. So, und mit dem reiten wir jetzt nach und nach die Strecken Vergessene Wälder, Kristallminen und Windmühlenhügel. Und dann gucken wir doch mal, so, da wurde gerade die letzte Aufnahme gespeichert, wo ich die neue Strecke getestet habe. Und dann gucke ich doch mal, wie ich mich mit meinem schlechtesten Pferd platzieren kann hier im Turnier bislang. Das heißt natürlich nicht, dass ich auch nur mit ihm weiter das Turnier bestreiten werde. Denn natürlich möchte ich hier auch möglichst gut abschneiden. Das heißt, ich werde auf jeden Fall auch mit meinen guten Pferden die Strecke noch reiten. Aber ich dachte mir, das wäre vielleicht mal eine ganz interessante Challenge. Ja, super. Jetzt habe ich hier den Baumstamm leider nicht mitnehmen können. Aufgrund des Sturmes. Also hier, wow. Hier kriege ich aber gerade schon einiges verbraten. So, schicken wir mal noch einen Sturm hinterher. So, hier versuche ich jetzt auch wieder schön alle von den Punkten einzusammeln, soweit es geht. Manchmal, die brauchen ja auch eine gewisse Zeit, bis sie wieder auftauchen. So, die beiden habe ich jetzt gerade ganz gut aus dem Rennen gezogen. Kommt gerade keiner. Ah ja, der könnte jetzt mal mir vorbeikommen. Vor allen Dingen hat er einen Sturm. Wenn ich den abkriege, dann ist wieder rum ums Eck hier. Dann ist wieder rum. So. Jetzt habe ich natürlich gerade richtig, guck mal, ich war die ganze Zeit war ich auf dem ersten und jetzt komme ich auf Platz 5 nach der ersten Runde durchs Ziel. Ja gut, kann passieren, ne? Kann passieren, die verflixte Bananenschale auf der Ziellinie die Freundschaften zerstört. Diesmal habe ich hier aber wenn auch nur ganz knapp den Baumstamm mitnehmen können. Wir kriegen jetzt erstmal die Kristalle gedrückt. Ah, die habe ich aber auch gerade gedrückt bekommen. Nein! Oh, und ich habe die Wurzel an den Hufen. Das heißt, ich kann gerade nicht mal springen. Aber ich glaube, bis der nächste Sprung kommt, ja, da ist sie schon weg. So, das werde ich jetzt nicht nutzen. Das nutze ich erst jetzt, wenn ich die ganzen Magiekugeln eingesammelt habe und damit noch ein paar Pünktchen sammeln konnte. Sonst wären die mir nämlich alle durch die Lappen gegangen. Oha, jetzt habe ich aber gerade Schlagseite bekommen. So. Also ich werde mit diesem Pferd hier mit Sicherheit nicht an die 10.000 Punkte rankommen. Das glaube ich nicht. Wenn man jetzt Strecken hat, es gibt ja auch Strecken, die generell mehr Punkte geben als andere. Wenn man jetzt drei Strecken hätte, die ziemlich easy schon irgendwas mit 3000 Punkten kriegen, okay. Aber ich glaube, von dieser Art Strecken sind diesmal nicht so viele dabei. Vor allen Dingen habe ich es hier schon in der ersten Runde versaut. Ich bin jetzt zwar Erste geworden, aber nach der ersten Runde fehlen mir da doch einige Punkte.
einige. Und ich habe jetzt hier tatsächlich die 3165 Punkte geschafft. Das ist schon ziemlich gut. Aber gucken wir mal, so wird es mit Sicherheit nicht weitergehen. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt gespannt. So, damit ist Brandys Leibniz jetzt aber direkt Level 4 geworden und steigt damit von 519 auf 534 Punkte. Auch jetzt werden wir gleich erst nochmal gucken, welches ist denn jetzt das schlechteste Pferd. Ich möchte immer beim schlechtesten bleiben. So, ist es immer noch Brandys Leibniz? Nein, es ist jetzt Dixie Belladonna. Es ist jetzt Dixie Belladonna, das heißt, sie wird, ach, sie ist so wunderschön, sie wird das nächste Rennen bestreiten und das sind die Kristallminen. Da werden wir uns jetzt mit ihr reinstürzen. Ja, auf die Art und Weise seht ihr auch mal noch so ein bisschen die Pferde, die ich noch gar nicht wirklich geritten bin. Ich bin mal gespannt, welches hiernach dann das schlechteste Pferd sein wird. Das könnte dann wieder Brandys Leibniz sein, gucken wir mal. So, das können wir gerne immer mal machen, wenn neue Strecken wieder drin sind. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Nein. Ich finde es, wie gesagt, mal ganz, ganz lustig und ganz interessant. So, ich nehme jetzt hier nicht den kurzen Weg. Ich nehme den langen Weg. Ich möchte nämlich da hinten den Baumstamm noch mitnehmen. Der hier nämlich ganz eng hinter der Kurve liegt. Dieses kleine Ding. Bringt mir immerhin auch nochmal Punkte, ne? So, da habe ich jemanden weggesprengt. So. Ich muss da immer an die Sprengfalle denken vom Jäger in World of Warcraft. Funktioniert in etwa ähnlich. So, okay. Boah. Oh, das war jetzt aber gut mit dem Boost. Das hat mich jetzt tatsächlich gar nicht so extrem aus dem Rennen gehauen. Nein. Oh. Da bin ich jetzt aber irgendwie schon früh weitergeslidet. Boah. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier noch als Erste... Nein. Oh, shit. Das war dumm. Dass ich hier noch als Erste die Ziellinie überquere. Also da hätte ich echt nicht mit gerechnet. Na gut, man muss auch mal Glück haben. So, ich wollte gerade sagen, die lege ich hier mal hinter mich. Hier ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass hier jemand rumkommt. So. Der kriegt eine stürmische Umarmung von uns. Und der schenkt uns jetzt einen Kristall. Ne, den wollten wir aber nicht. Ach, schade. Etwas zu spät haben die Wurzeln aufgehört, aber macht nichts. Noch halten wir uns wacker. So, zack. Hier schmeißen wir dahin. So. Oh, ich will das jetzt noch irgendwie. Ja, wir kriegen noch ein Item. Ja, sehr gut. Den Kristall kriegen wir noch. Wir kriegen sogar auch noch ein Item. Und den haben wir auch noch weggemetert. Das war eine gute Runde mit Dixie. Das war eine gute Runde mit ihr. Auf jeden Fall. Guck mal hier, 3392 Punkte, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht, jetzt bin ich mal gespannt, welches Level sie erreicht. Von Level 1 auf Level 2, okay. Na gut, das ist ja überschaubar. Damit hat sie jetzt 541 Punkte. So, wir gucken mal wieder in den Stall rein, zack. Mhm, ja genau, jetzt ist Brandys Leibniz wieder am schlechtesten. Tut mir leid, Kleiner, aber du kommst heute zweimal zum Einsatz. Windmühlenhügel,
Den reiten wir jetzt auch noch und dann gucken wir mal, wie wir uns letzten Endes platzieren. Mittlerweile, also im Moment sind wir noch auf Platz 3. Das heißt, von all denjenigen, die bislang Rennen geritten sind, sind wir noch auf dem schlechtesten. Den dritten Platz, den kann man aber gar nicht richtig werten, weil die Person ist definitiv noch nicht alle Rennen geritten. Das kann eigentlich nicht sein, wenn man alle drei Rennen reitet, oder irgendwas mit 6000 Punkten zu haben. Also der ist momentan noch außen vor. Aber interessant finde ich es erstmal zu sehen, auf wie viele Punkte ich komme. Gut, natürlich, das sind jetzt nicht mehr die schlechtesten Werte, die man überhaupt haben kann. Es sind nicht die schlechtesten Pferde, also die Startpferde, mit denen jeder anfängt. Also von daher, aber es sind halt meine schlechtesten. Kann man ja sich selber auch mal so ein bisschen challengen. Klar, irgendwann, also es gibt bestimmt schon Leute, die sagen, boah, das schlechteste Pferd bei mir ist immer noch weitaus besser als mein Bestes. Also von daher kann man es auch nicht wirklich vergleichen, aber ich finde es trotzdem so ganz interessant. So, und hier bin ich jetzt super gespannt, wie das läuft. Ich mag das Rennen hier an sich auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Nein, ich habe einen Kristall gehabt. Oh, da konnte ich nicht mehr so schnell. Da konnte ich nicht mehr so schnell reagieren. Shit. So, hier reite ich jetzt den Weg. Ich glaube, hier können wir ein paar mehr Punkte bekommen. Oh, das gibt jetzt aber Probleme hier. Hier kriege ich aber beim Überqueren der Ziellinie nur sehr wenig Punkte. Boah, und hier habe ich auch noch. Leider, leider habe ich da auch noch die Wurzeln gehabt. Ganz kurz vor knapp noch. Ich habe mir gedacht, komm, gehst du das Risiko ein. Vielleicht sind sie weg, genau bevor du drüber hüpfst. Aber nee. Leider nicht. Aber gut, im ersten Rennen habe ich mit ihm auch nicht die erste Runde so super toll abgeschlossen. Shit. Ich dachte gerade eben, ich hätte den Kristall schon weggeworfen. Ansonsten wäre ich da gar nicht so dicht dran lang geritten. Ja, natürlich. Bin doch schon siebte. Drückt mir noch mehr rein. Manu. Ja, na gut, das war jetzt natürlich. Das war natürlich auch ein Fail von mir, klar. Oh, da habe ich jetzt zwei Baumstämme verpasst. Das ist auch doof. Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Ich habe aber auch gerade irgendwie Lenkprobleme. Habe ich Fett am Finger oder was? Okay, ich nehme jetzt trotzdem mal den Weg hier. Weil ich glaube, die Punkte, die ich verliere, wenn ich hier nicht Erster werde, das wiegt das nicht auf, wenn ich gerade ausreite. Jetzt habe ich hier auch noch den Baumstamm verpasst, na sowas. Und mit einem riesen Abstand bin ich jetzt Erste geworden. Oh Manometer, 3 Sekunden. Dann hätte ich ja doch noch ein bisschen mehr wagen können. Naja, 3485. So. Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Den ersten haben wir damit definitiv eben, wie gesagt, nicht. Aber das hätte mich auch gewundert, wie gesagt, mit drei. Mit den schlechtesten Werten. Aber guck mal, 10.042 Punkte. Wir haben trotzdem die 10.000 geknackt. Also, da bin ich dann doch ziemlich, doch begeistert, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Gut, ihr Lieben, wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dieser Art der Rennen haltet. Mal wirklich bei einem neuen Turnierdurchgang immer nur mit dem jeweils zu dem Zeitpunkt schlechtesten Pferd anzutreten. Tut mir leid, Brandy Sleipner, du bist trotzdem toll, ich hab dich trotzdem lieb. Und ja, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal mit Wildshade. Tschüss!